Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Das darf doch alles wieder was nicht wahr sein. Was ist das gemütlich hier in deinem, naja, Suite, wenn auch untertrieben. Ja. Frankie Goes to Hollywood, Relax, Don't Do It. Kennst du das Video noch? So? Welcome to the Pleasure Dome. Und Welcome to the Pleasure Dome. So ist das Album, glaube ich. Wie hieß die Single? Relax, tatsächlich. Relax, don't do it when you wanna come. So, und dann habe ich mir immer vorgestellt, dass es genauso aussehen muss wie hier in diesem Zimmer. Guck mal, dieser hinter dem Buddha, dieser Bereich, da ist ja, naja, Schlafraum. Ich würde mal sagen... ein Separé-Erotik. Ja, es gibt doch diese Agentenfilme, wo dann der Schweizer Diplomat von so einer asiatischen Schönheit... und dann sieht es immer so aus, aber nicht ganz so luxuriös. Aber das ist wirklich der Hammer hier. Ja, ich bin gerade selber ein bisschen über... Ich habe das ja wunderbar hier... Ich meine, diese Suite im Savoy ist natürlich auch sehr schön. Ja. Aber ich habe sie einfach mit wenigen Stilmitteln noch veredelt. Ne? Siehst du zum Beispiel... Siehst du, dass ich dir den Playboy mit Ruckel Welch mitgebracht habe? Du sprichst Ruckel so deutsch aus. Raquel. Meinst du Raquel? Ja. Raquel? So amerikanisch. Raquel. Ach, Welch. Ja, du hast recht. Ja, aber ich muss es amerikanischer sagen. Ne? Ja. Ich habe, sofort wird dieses Foto anders. Oh. Sag doch mal, Raquel. Ich habe dir den neuen Playboy von 1979 mitgebracht. Mit ein paar wirklich tollen, hinreißenden Fotos von Raquel Welch. Yes. Schön ist auch, ich habe dir den neuen Playboy von 79 mitgebracht. Ja, ich habe das Ding hier wiedergefunden. Und haben wir. Und ich habe wirklich nicht untertrieben. Sie ist nicht wirklich einmal nackt zu sehen. So, für alle Frauen und Feministinnen und Feministen, die jetzt gerade schon wieder Luft anhalten. Die Bilder sind tatsächlich geschmackvoll und man sieht eigentlich nichts, nicht mal einen Nippel. Nee. Und ich kann mich an dieses Bild, Gott, da war ich 14 Strand, ne? Und ja. Ich mache so schöne Gesichter und Raquel hatte ja so ein schönes Gesicht, weil ihr Vater war, glaube ich, Bolivianer und Mischen, wie wir wissen, ist immer gut. Ja, und das war schon... mich hat dieses Foto, kriegst du die Seiten noch auseinander? Er ist ja von 79. ja, eben. Mich hat dieses Foto in diesem goldenen Lurex-Anzug. Lurex! Das hat mich wahnsinnig gemacht. Wie sie da liegt mit diesem Lurex-Anzug und den hohen Hacken. Ja, kannst du das ja nicht in deiner Story? Ich bin, ich werde das fotografieren. Und in deiner Story mal so ein bisschen... Da ist es doch. Also es ist doch. Ja. Ja, unschuldige erotische Träume eines 14-Jährigen. Ich habe es wirklich nur mal mitgebracht. Ja, ist heute das Funktionionskleidung. Ne? Ja, da wird einer heute fragen, bist du bei der DLRG? Ja, genau. Bist du Rettungsschwimmer? Oder arbeitest du beim Straßenbau? Ne? Ja, wunderbar. Das darf doch nicht wahr sein. Ich begrüße dich. Ja, endlich sitzen wir uns mal wieder gegenüber. Wir sitzen uns gegenüber in unserem Lieblingshotel im Hotel Savoy. Hier in Köln. Wahnsinn. Ja, es ist ein bisschen ruhig im Hotel. Mickey Beisen, jetzt Porsche habe ich vor der Tür gesehen. Ja. Mit Hamburger Kennzeichen, 928. Also das muss man ihm lassen. Ne? Er fährt schon die richtigen Autos. Ja. Hat er die Tipps von... Das ist Diesel aber, glaube ich. Ne? Ja, ich habe die Anhängerkupplung habe ich auch gesehen. Hat er den Tipp von dir, dass 928S cool ist? Ich weiß es nicht. Irgendeiner wird es ihm gesteckt haben. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe von dem 928 ein Siko-Modell gehabt. Ein Siko, so Spielzeugauto. Aus Beton oder was? Damals war nicht so. Ah nee, das war Sibo, ne? Sibo-Beton. Es kommt drauf an, was man daraus macht. 928, ja. Fand ich damals als Kind, glaube ich, sehr gut. Wie gesagt, heute, du weißt, Autos. Ja, ja. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, dich zu begrüßen hier in diesem edlen Gemäuer. Ja. Ein edler Mensch sitzt mir gegenüber. Wir werden gleich sicher noch drüber sprechen, was er schon wieder an Höchstleistung verbracht hatte. Und das mache ich in diesem Falle nicht mal ironisch. Das war großartig. Ich sag mal so, der schönere Teil, laut Mickey Beisnest, der schönere Teil unseres Duos, zärtliche Cousine, ich wollte das raus. Der Adonis von der Unterlippe. Ich hätte auch sagen können, der Adonis mit der Unterlippe.
Der karierte Wandervogel. Du wirst ja jetzt öfter mal in den Hammerwäldern gesehen mit deiner Übergangsjacke respektive Hemd. Das Chamäleon mit nur einer Farbe. Die Hesselhoff von Notruf Hafenkante. Kein geringerer als Tit. Till. Tit. Entschuldigung, das war ein Versprecher. Ja, Till. Mach den Playboy jetzt zu, ja, dann Till passiert sowas nicht. Edward Raquel Hoheneder. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ich werde dich erst begrüßen und dann auf die Vorwürfe antworten. Okay, da haben wir ja schon einen schönen Einstieg heute. Ich begrüße den Mann, der gerade sein Sweatshirt ausgezogen hat von EcoAlf. Ja. Ein schönes PET-Sweatshirt, darauf steht Recycling-Shirt. Ja, ja, genau. Because there is no planet B. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ich übersetze das für unsere nicht englisch sprechenden Freunde simultan, weil da ist kein Planet B. Also, das heißt das. Jetzt ziehst du es nicht mehr an, ne? Ich begrüße doch, den, und das meine ich so, wie es ist. Ich begrüße wirklich einen Gutmensch. Und ich hasse diese Leute, die Gutmensch in den Dreck gezogen haben, weil wenn einer ein Gutmensch ist, was gibt's da in den Dreck zu ziehen? Für mich ist er ein Gutmensch. Ich liebe ihn vom ganzen Herzen und freue mich, dass ich freue mich wie ein Kind, das er mir gegenüber sitzt. Es ist kein anderer als mein geliebter Freund, der Comedy-Titan, der Peter O'Toole der deutschen Comedy. Der Lawrence von Eppendorf. Der Mann der Klarsichthüllen nach Gold als moderne Form der Anlage wieder salonfähig gemacht hat. Es ist Atze Schröder, Herrscher der Welten und Gezeiten. Danke, begrüße dich. Danke. So, jetzt brauche ich auch eine Tasse Kaffee. Ja, wenn wir nicht alle Tassen im Schrank haben, können wir den Kaffee ruhig auch mal aus der Leitung trinken. Ja. Du spielst auch hier mal auf meinen Kanal. Du warst zu Gast bei Micky Beisenherz in seinem News-Podcast Apokalypse und Filterkaffee, der dreimal die Woche, montags, mittwochs und freitags kommt. Da hat er Journalisten, Unterhaltungskünstler, relevante Menschen zu Gast, die zu verschiedenen Themen wie eine Art Presseschau Kommentare abliefern und diese Nachrichten, dieses von ihm sogenannte News-Omelette genießbar machen. Da warst du jetzt zu Gast, habe ich eben gehört, auf der Zugfahrt hierher von Hamburg und ja, war ziemlich geil, was du da gemacht hast. Aber, du wolltest dich gerade bedanken, ne? Nein, das war sehr geil, habe ich jetzt auch schon von vielen anderen gehört. Chapeau, Hut ab, aber der Anfang hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, ich habe auch zu Micky gesagt, das kannst du doch nicht machen. Du weißt doch hier, eure Lordschaft, seine Blaublütigkeit, seine Eitelkeit, das wird ihm nicht schmecken. Aber du weißt ja, wie Micky ist. Ich hatte keinen Zugriff. Ich durfte das nicht. Also für alle, die es nicht gehört haben, er hat Till Edward Hoheneder als den schöneren Teil der zärtlichen Cousinen beschrieben. Was? Und ich finde es hinterhältig. Ja, ich finde es auch hinterhältig, weil es ist klar, ich habe den besseren Körper, aber du hast ja das schönere Gesicht. Nein, ich finde es insofern hinterhältig. Wie hinterfotziger kann man jemandem sagen, dass er doof ist? Ach, so siehst du das. Mein Gott, ey, du bist eine Kulturbestie. Nein, kulturlose Bestie. Ja. Kulturbestie wäre ja okay. Ja, aber ich habe mich entschieden, aus kulturlos und Bestie eine Kulturbestie zu machen. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie gefallen mir. Ich finde immer so schön. Wer war es? Romy Schneider. Romy Schneider. Mit Burkhard Riest. Der gerade im Knast gesessen hatte. Als Bankräuber, glaube ich. Ja. Unvergessen. Das war in der NDR-Talkshow, wo damals so gequalmt wurde. Ich weiß gar nicht, die Kameras kamen ja teilweise gar nicht zu den Gesichtern durch. Absolut, ne? Weil selbst als Nichtraucher musstest du da, glaube ich, qualmen. Ich glaube, aus dem Lautsprecher unseres alten ITT-Schaub Lorenz
kam auch noch so Rauchschwaden raus, wo du dich vorsetzen konntest und inhalieren, wie so ein Aerosol-Spray. Ja. Und gesoffen wurde noch dazu. Ja. Ne? Ey, überleg mal, das wäre doch heute unmöglich. Stell dir vor, ich bin bald wieder, ja, heute Abend bin ich beim Kölner Treff. Da kannst du Beisen jetzt aber mal schön einen. Da kannst du ihm mal sagen. Mir fällt gerade ein, dass er mich nie wieder doof nennen soll. Also jetzt vor einer Woche, wir sitzen jetzt schon freitags zusammen, aber nehmen schon für heute auf sozusagen. Und dann war ich schon beim Kölner Treff, fällt mir gerade wieder ein. Stimmt, da treffe ich ja Micky. Das wird lustig. Hast du Micky eigentlich bei Grill den Hensler gesehen? Nee, das habe ich leider verpasst. Das habe ich aufgenommen. Das muss ich noch gucken. Ey, schau dir das mal an. Versagen auf der ganzen Linie. Ja, aber so, der frisst doch auch nur rohes Zeug. Was will er denn auch kochen? Der kennt doch gar nichts Gekochtes. Ja, roh, da fängt es ja schon an. Die Beef Jerks, die er da dauernd frisst, die sind ja nicht gekocht oder irgendwas. So, Micky hat ganz, ganz viele Fähigkeiten ne, und ist zudem einer der nettesten Menschen dieses Planeten und auch einer der schlauesten. D'accord. Was absolut nicht zu seinen Fähigkeiten gehört, Bedienung einer Küche und der darin befindlichen Geräte. Schon bei Anfang der Sendung, weil nachmittags wird ja geprobt, hatte er den Zeigefinger der linken Hand verbunden und musste dann eine Zwiebel schneiden. Und zum Zwiebelschneiden hatte er dann so einen Austernhandschuh an, so einen Kettenhandschuh, damit er sich nicht alle vier Finger absäbelt. So, und dann wurde gekocht ein Frikeh, eine israelische Spezialität. Frikeh ist so ein Hartweizen aus Nordafrika. Und hat er gekocht und gekocht unter Anleitung. Und du hast auch gesehen, dieser Typ hat noch nie in seinem Leben was gekocht, außer morgens ein Ei. Und ich glaube, Hühnchen hat er jetzt drauf. Ich muss ein Hühnchen anbraten. Hühnchen hat er jetzt drauf. Hühnchenstücke anbraten. So, das sind die zwei Sachen. Hat ja auch da in der Sendung erzählt. Man sah es auch. Also von nichts eine Ahnung, sprang da rum wie so ein Volltrottel. So, dann wurde irgendwann wird dieses Gericht ja serviert, der Jury, Christian Rach, Dekali und Dekali. Die Komikerin. Nee, wie heißt Komikerin ist sie nicht. Okay, ja, Restaurantbesitzerin. Du meinst Mirja Böß. Ja, ja richtig. Genau, die zauberhafte Mirja Böß, die ein fragwürdiges Outfit hatte und eine noch fragwürdigere Frisur. Bitte schau es dir mal an. Hey, kennst du die Geschichte? Da würde selbst meine Mutter sagen, das geht doch nicht. Ja, lass uns. Bitte lass mich das. Ja, mach dir mal eine Aktnotiz. Ja, ich frag dich gleich. Ja. Und zwar, dieses Gericht eben mit dem Frikeh, diesem Hartweizen, wie gesagt, ist in Israel eine Spezialität, in jedem israelitischen Restaurant auch zu bekommen. So, und dann hat er das serviert und hat vergessen, speziell dieses Frikeh, wo es eigentlich darum geht, überhaupt auf die Teller zu packen. Weißt du, wie viele Punkte er gekriegt hat? Nee. Null. Weil am Thema vorbei, sechs. Was hat der Kalli gesagt? Komm, mach es mir. Ja, Kalli hat es natürlich erstmal geschmeckt, der hat überhaupt keine Ahnung. Ja. Und sie haben der Jury auch so ein bisschen verschwiegen, dass da was fehlt. Und Christian Rach kam irgendwann drauf, weil das Publikum sich schon kaputt lachte. Und Christian Rach sagte, der hatte Lunte gerochen, den wollen sie auch aufs Glatteis führen. Ja, alles sehr schmackhaft, aber das wurde hier als Frikeh angeboten. Das fehlt aber komplett. Also sehr sehenswert. Ja. Dann war Ralf Möller noch in der Sendung. Ach so. Exzellent. Ja, ich weiß gar nicht, was der gekocht hat. Und den Nachtisch, da konnte dann gepunktet werden, den hat nämlich Lilly Becker gemacht. Und man sah, sie war die ganze Sendung hindurch nervös, trug auch so eine Oma-Hose mit Buntfalten in einem aggressiven Beige. Oma-Hose im aggressiven dann, Beige. Dann passierte noch was, und zwar Hensler. Das ist der Titel, oder? Oma-Hose im aggressiven Beige. Dann passierte Folgendes, das zähle ich auch sofort auf, deswegen kannst du gleich schon Anlauf nehmen. Alles gut. Der Hensler war verletzt, der hatte sich beim Sport den Rücken verhoben und musste die Sendung vor dem, er lag meilenweit in Führung, weil er hat, Detlef Steves hat für ihn gekocht, unter seiner Anleitung. Hensler stand mehr oder weniger daneben, konnte sich aber nicht bücken und die Arme bewegen. Ja. Dann kam der Nachtisch und das waren Pancakes mit ein bisschen Früchte. Also das kriegt auch jeder hin. Ja. Nur, Hensler war schon weg, hatte sich verabschiedet. So nach dem Motto, kriegst du alleine hin. Dann hat der Steves aber beherzt zum Karamellisieren statt Zucker Salz genommen. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung hat Rach alles wieder ausgespuckt. Und somit hatten die Gäste dann aber Kalli hat es doch geschmeckt, oder?
Selbst lecker. Kalli hat das nicht gegessen und das sagt alles. Auf jeden Fall. Hensler war weg. Da ist Kalli so dünn geworden. Genau, Hensler war weg und hat die Sendung doch noch verloren auf dem letzten Meter. Oh, das wird Steffen gefallen. Ja, ja. Der verliert ja so gerne. Also schaut alle nochmal rein, bemerkenswert. Ja, Micky, ich muss dazu sagen, ich kenne ja, dass Micky irgendwas Gekochtes oder Gebratenes ist, kenne ich tatsächlich nur, wenn es ein anderer für ihn macht. Ja. Ansonsten haut er sie ja alles nur roh rein. Es war sehr schön bei Apokalypse und Filtercafé. Ja. Ich habe mich wirklich vorbereitet. Ja, seit langer Zeit habt ihr mal wieder zusammengearbeitet. Ja, ne? Genau. Und er hatte mich eingeladen, darüber habe ich mich sehr gefreut. Und ich schätze das Format ja auch. Aber ich hasse ja nichts mehr, als wenn du irgendwo hinkommst und durch und das Ganze nicht ernst nimmst, so nach dem Motto, wissen doch alle, wer ich bin. Hallo? Ja. Du bereitest dich doch hier nie vor. So, das reicht. Also, jetzt. Du hast Micky also wesentlich lieber als mich. Das höre ich doch hier raus. Was liegt vor dir auf deinem Tisch? Ja, weil du gestern nochmal... Playboy, den habe ich dir zuliebe mitgebracht. Den habe ich da... David, es steht ein Glas Wasser vor dir. Wer hat denn das ganze Setup wieder aufgebaut? Wer hat dir denn praktisch die Hand gehalten beim Schreiben gerade? Den Block quasi unterm... Ja, du auf jeden Fall nicht. Den Playboy hast du mitgebracht, aber doch nur, weil du gestern Abend im sanitären Weichtalbereich ein bisschen rumgezupft hast. Das glaubst du, das ist ja wieder bei den Fotos, da passiert doch überhaupt gar nichts, ey. Ja, du hast dich zurückversetzt in deine Jahre 14, 15, Nein, 16. Ich hab hier stundenlang gesessen. Ey, da ist Rotlicht da hinten, ich seh's doch. Ja, das ist aber eine Lichttherapie. Ja. Das ist eine Lichttherapielampe. Ja, eine Rotlichtvierteltherapie ist halt. Du hast mal wieder dein ganzes Geld im Rotlichtviertel vertanzt. Ich habe mich akribisch vorbereitet, ja, da war überhaupt keine Zeit. Ich habe das ja gehört, du hast dich vorbereitet, war gut. Und es geht doch auch nicht, du kannst doch nicht. Und ich habe nur gedacht, es geht doch. Du kannst doch nicht in so ein Format kommen und sagen, ja, nur weil ich lustig bin, werde ich das schon irgendwie hinkriegen. Das geht nicht. Das ist gerade diesem Format nicht angemessen. Da muss man schon ein bisschen auf Zack sein. Ja, ich war stolz auf dich, muss ich schon sagen. Dankeschön. So, jetzt muss ich dich schon wieder loben. Und zwar dein Musiktipp von letzter Woche, ne? China Girl. Ah, für unsere Spotify-Liste. Von David Bowie, / Iggy Pop. Ja. Ey, sensationell. Nummer hat mir damals dermaßen viel bedeutet. Du weißt, eigentlich so Rock- und Popmusik hat wenig Bedeutung für mich und es gibt ganz wenige Nummern und die gehört dazu. China Girl, das hat mich damals so umgehauen. Das hat mich, die Nummer hat eine richtig, richtig eigene Welt bei mir und eine eigene Bedeutung. Und ich habe die, glaube ich, jetzt seit letzter Woche 50 Mal gehört. Und hab auf die Basslinie immer wieder geachtet, hab aufs Schlagzeug geachtet, hab auf dieses Changieren von David Bowie zwischen Sprache und Gesang geachtet. Und was ja auch viele geschrieben haben, wie du das, ich will nicht sagen parodiert, aber wie du das imitiert, würde man sagen, David Bowie-Stil gesungen hast hier in unserem Podcast. Das war richtig geil. Das muss auf die Bühne, wirklich, Till. Ja. Ich flehe dich an. Danke, danke. Ich hatte schon, ich persönlich sehe für uns beiden ein Remake des Videos von Dancing in the Street von Jagger und Bowie. Sieht man so mit ihren Sackos so aus der Hüfte kommen, ne? Ja, das geht ja aus New York, South America, LA. Und wie Bowie die Hand in der Tasche dann so lostänzelt, ne? Ey, das sieht so verboten 80s-mäßig aus. Ja, wenn du das heute guckst, also, du schämst dich fremd, ne? Du wirst rot vom Zuschauer. Ja, und Jagger dagegen natürlich wieder mit aufgerissen. Sag mal, jetzt Hintergründe. Und zwar, lass uns nochmal über David Bowie sprechen. Ja. Weil das hat mich so überrumpelt beim letzten Mal. Ja. Du hast ja erzählt, in der gemeinsamen Zeit, als er mit Iggy Pop in Berlin gewohnt hat. Ja. Wie lange hat er in Berlin gewohnt? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das waren letztendlich, glaube ich, nicht mehr als zwei Jahre, glaube ich. Ne? So, und Iggy Pop hat die Nummer, glaube ich, 78, 79 gemacht. 77 veröffentlicht. Oder 77 und David Bowie 83. Ja. Das Let's Dance-Album ist von 83. Ja. Und warum war der in Berlin? Kann ich dir sagen, so wie ich das verstanden habe aus meinen Studien. Ja, das ist auch gut, ne? Hatte Bowie zu dieser Zeit sehr, sehr große Drogenprobleme.
Ja. Speziell Koks. Ja, und dann geht man nach Berlin. Und Alkohol. Und er wollte einfach sein Setting wechseln. Er wollte einfach sein Setting wechseln. Zudem war er ein großer... Ja. Ja, nicht. Er war auch auf der Suche nach einem neuen Stil. Ne? So, zudem kam dann auch noch die Geschichte, dass er ein sehr großer Fan zu der Zeit war von deutscher Musik. Ja. Speziell Kraftwerk und die Gruppe La Düsseldorf. Ja. Ich wusste, dass jetzt La Düsseldorf kommt. Ja, ja, Klaus Dinger, der ja früher Schlagzeuger, der erste Schlagzeuger von Kraftwerk war, als sie noch mit Naturschlagzeug gespielt haben, hat dann La Düsseldorf. Und davon war Bowie sehr beeindruckt, von diesem Song, auch von Neu. Ja. Der Gruppe von Michael Rother und Klaus Dinger. Das war ein Sound, der ihn sehr geflasht hat. Ja, aber jetzt. Und Berlin war er gar nicht damals. Genau, darauf will ich eigentlich hinaus. Dass wir jetzt mal eben von der Musik weggehen. Also, er fand dieses Leben in Berlin auch so neu und Aufbruch und. Ja, und Berlin war ja zu der Zeit schräg. Auch eine heiße, wirklich eine heiße City. West-Berlin, muss man ja eigentlich sagen. Und man kam aus aller Welt dahin, weil es so urban noch nicht war und noch so rau war. Ja, und weil es auch eine sehr gute Untergrundszene, glaube ich, gab und eine sehr gute Musikszene. Es gibt, ich habe da mal auf Arte so einen tollen Film und eine Kunstszene. Eine tolle Kunstszene. So, dann lebten die zusammen in der WG, der verrückte Iggy. Genau, vorher, die Wohnung war, hatte vorher jemanden gehört, der hatte die ganzen Wände schwarz gestrichen. Dann war das ja schon mal erledigt. Nee, und die Frau, der die Wohnung gehörte, die sagte eigentlich, ich wusste überhaupt gar nicht, was ich machen wollte. Und dann kam eine smarte Frau, eine Managerin und sagte, ich möchte diese Wohnung für meinen Klienten mieten, einen britischen Künstler. Es gibt nur eine Bedienung. Er möchte die vorher nach seinem Gusto einrichten und renovieren lassen. Ja. Warte, die gute Vermieterin natürlich nichts gegen, hat sie beide Hände gerieben und gesagt, super, gib die scheiß schwarzen Wände hier weg. Ja. Ne? Endlich werden Tapeten geklebt. Ja, und dann Bowie tatsächlich alles, wurde alles weiß gestrichen. Aha. Und er zog dann letztendlich da mit Iggy Pop am Anfang ein. Also sie waren auch da schon eng befreundet. Ja, 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 ja. Iggy Pop alias James Jim Osterberg. Heißt er gar nicht Iggy? Nee. Aber der hat einen Iggy, ne? Ja, er war wohl einen ziemlich mächtigen Iggy. Ja. Der war, den hat er so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, weil Iggy Pop, der ja eigentlich mit den Stooges groß geworden ist. Ja. Ja, eine ja. Revolutionäre ja. Godfather of Punk. Ja. Aber Iggy hatte sich wie der Großteil der Band auch in kompletten Alkohol- und Drogenexzessen verloren. Ey, wie alt ist Iggy heute? Warte mal, Jahrgang, lass mich überlegen, 47, dann ist der? 73. 73. Ey, da hat doch keiner mitgerechnet, dass Iggy mal älter als 50 wird. Nein, ey, die haben ja, Iggy, der hat sich ja in Scherben gewälzt. Auf der Bühne. Auf der Bühne, komplett. Von der Bühne fallen lassen. Alles. Immer wieder Brüche. Ja, dass er sich nie hat auspeitschen lassen. Hat ja auch immer die ersten zwei Knöpfe oben aufgehabt von seiner Hose gerne. Ich kenne ihn gar nicht mit Shirt. Und hat, und hat dann auch gerne mal zum Ende des Konzerts seinen Riesenriemen rausgeholt. Also jeder Mensch hat ja einen gewissen Körperfettanteil, außer Iggy Pop. Ne? Ja. Du hast ja immer direkt bis auf die Fasern geschaut. Ja, ne? Ja, Wahnsinn. Und Iggy war total im Arsch. Was ist denn, was hat er denn für ein Problem? Oder was hat er für einen Antrieb? Was ist das? Naja, ist ja so ein geprügelter Hund. Ja, I Wanna Be Your Dog ist natürlich eine der berühmtesten Stooges-Nummer. Ich glaube, da kommt alles zusammen so. So ein bisschen Lust auf Schmerz, ja. Lust am totalen Exzess. Grenzen ausloten. Ja, Grenzen ausloten, Grenzen vor allen Dingen nicht akzeptieren. Ja, oh Gott. Natürliche Grenzen nicht akzeptieren. Ja, es ist ja und die ganze Band war, ich glaube, da ist auch so ein bisschen, vielleicht ist Todessehnsucht das falsche Wort, aber. Und jetzt ist der 73. So ein bisschen auf der Rasierklinge reiten. Ne? Ja, ja. Und mit Bowie zusammen. Und Bowie war so ein bisschen sein Mentor. Ja, ja. Ah, okay, ich dachte, es wäre andersrum gewesen. Nee. Und Bowie hat gesagt, Bowie hat dann seine Platten produziert. Ja. Bowie hat ja auch zum Beispiel hat dasselbe vorher schon mal so ähnlich mit Lou Reed gemacht. Ah. Beste weltberühmte Kollaboration ist ja dann Walk on the Wild Side, yes. Von Bowie produziert. Ja. Sag mal, und David Bowie, unbestritten wahrscheinlich einer der interessantesten Künstler im Rock-Pop-Business. Ja, unbedingt. Und der war doch. Der hatte doch, es gab ja so eine Riege von Musikern, die mit bestimmten Frauen immer zusammen waren. Ja. Ne?
Und du hast mir doch irgendwann mal so eine Geschichte erzählt. Auf dem Album Let's Dance, wo auch China Girl drauf ist, spielte ja eben auch der Gitarrist Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan, die Soli. Ja. Ja, diese ganze Rhythmus-Section ist natürlich vom Meister selber, von Nile Rodgers. Natürlich. Der zusammen mit David produziert hat. Und der sollte mit auf Tour gehen, ne? Steve Ray Vaughan. Ja, er sollte tatsächlich mit auf Tour gehen. Er war ja, wurde dann nach Montreux geflogen ins Studio, sollte alles einspielen, ist dann aber nicht mit auf Tour gegangen. Genau, hat aber die Soli alle eingespielt. Aber es gibt doch irgendeine Story. Da hat er mit Bowie oder mit Clapton? Du meinst, er ist ja nicht so alt geworden. Ja. Du meinst, ja, der ist, warte mal, lass mich mal überlegen, am 27. August 1990 hat der im Rahmen von Claptons Journeyman Tour, haben die, glaube ich, ein Konzert gegeben, irgendwo in Wisconsin. Robert Cray, Jimmy Vaughan, Clapton, Buddy Guy, also das Who is Who. Ja. Die Blues-Heroen sozusagen unter Wisconsin, sich. Wisconsin, wo jetzt noch ausgezählt wird. Ja. Genau. Und Joe Biden wird Präsident, wenn in 15 Jahren alle Stimmen ausgezählt sind. Genau, wird Gitarrist bei Buddy Guy. Ja, und auf jeden Fall, da gab es ein Konzert. Ja, Steve Ray Vaughan war auch da. War auch da. Und um 12 Uhr, also alles, wo, glaube ich, Feierabend war, hieß es, der Helikopter kommt für Clapton. Ja. Und Clapton hat aber aus irgendwelchen Gründen gesagt, nee, ich habe keinen Bock, ich bleib noch ein bisschen hier. Ich trinke noch ein Bier. Ja, ich trinke noch ein Pilzken. Dann sind seine drei Crewmitglieder eingestiegen und Stevie Ray Vaughan hat gesagt, ja, pass auf, dann nehme ich deinen Platz. Ja, alles klar. Und 10 Minuten später. Genau. Tschüss, ja, alles klar, tschüss. 10 tschüss, Minuten ja, später tschüss. Gab's Nebel, der Hubschrauber zerschellte irgendwo. An einem Hang, glaube ich. Und der legendäre Stevie Ray Vaughan war dood, der arme Kerl. Ja. Auch verrückt, ne? Nee, kann ich deinen Platz haben im Hubschrauber? Und du sagst so, ja klar, komm, ich trinke nur einen Pilz und dann ist einer. Ah, mit Eric Clapton. Ja. Sag mal, Eric Clapton, der war doch auch, was ich eben schon sagte, es gab so ein paar Frauen, die immer im Spiel, auch mit Carla Bruni zusammen, oder nicht? Ja! Carla Bruni haben wir doch vom Die jetzige Frau des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Ganz genau. Die in den 90ern Model war. Ja. Weißt du, mit wem sie als Model auch zusammen war in den 90ern, bevor sie Chanson, wie sagt man, Chansonette? Also ich weiß nur, dass sie tatsächlich mit Clapton zusammen war. Ja, ich habe noch einen Hammer für dich. Ja, warte, pass auf. Ja. Clapton, und dann war es wohl so, Clapton war auf der 90er oder auf der 89er Tournee der Stones sehr oft als Gast eingeladen, zusammen mit John Lee Hooker. Ja, ja. Und stellte Mick Jagger stolz Carla Bruni den Problembär vor, sozusagen. 89? Ja, genau. Da war sie 22, ja. Und sagte, hier, meine neue Freundin. Und nachdem er sah, wie Carla Mick angeschaut hat und Mick Carla angeschaut hat, hat er Mick zur Seite gezogen und gesagt, Mick, bitte nicht sie, bitte nicht. Ja, lass die in Ruhe. Es war überflüssig. Aber die beiden Systeme hatten sich per Blick schon miteinander verlinkt. Ja, und sie musste ihn wohl unbedingt auch noch als Kerber einritzen, sozusagen. Ey, ich habe mir so ein paar Sachen zu Carla Bruni rausgeschrieben, weil irgendwie kam mir da drauf. Und ich mag sie schon gar nicht mehr sagen. Ich habe die mal getroffen tatsächlich. Ach, ehrlich? Und ich mag nicht sagen, wo ich sie getroffen habe, weil jetzt wird es langsam. Du willst mir nur nicht sagen, dass er auch mit dir was hatte. Nee. Ich war hier zu alt. Nein, ich habe die tatsächlich jetzt, auch bei, jetzt mag ich sie nicht mehr. Ich habe wenn sie mit dem ehemaligen französischen Staatspräsidenten, dann macht sie da ja auch wohl eine Ausnahme. Mit dem Zwerg aus Paris. Der Spatz von Avignon und der Zwerg aus Paris. Nicolas Sarkozy. Nein, ich habe so ein bisschen gelesen, weil mir fiel nämlich wieder ein, als wir uns letztens drüber unterhielten, Carla Bruni habe ich getroffen bei Wetten, dass. Ich habe gesagt, jetzt wird es langsam langweilig. Und darüber habe ich mal wieder gemerkt, wie oft ich überhaupt bei Wetten, dass war. Ja, 8, 9, 10 Mal? Über 10 Mal. Oh. Ich habe es dann nachgesehen. Und Carla Bruni habe ich in Düsseldorf getroffen. Sie hat dann...
nach Jahren mal wieder eine neue Platte aufgenommen. Da war, glaube ich, Sarkozy Präsident. So, und dann spielte sie bei Wetten, dass, das war die, sollte die Sensation sein, ja, spielte sie ihren neuen Chanson zur Gitarre. Ne? Toujours l'amour. Und das waren, glaube ich, die langweiligsten 5 Minuten auf dieser ganzen Welt. Und nicht nur auf dem Sofa machte sich Müdigkeit breit. Thomas Gottschalk überlegte, wie er die Nummer retten kann. Der wollte schon dazwischen springen. Ne? Also, sie sang natürlich auch auf Französisch zur Gitarre. Ein sehr trauriges Lied mit viel Moll. Und er wollte schon den Status quo mal die, hier, ja, komm. So, und dann, genau, ne, hier, Gala, lass hier es krachen. Und dann hat er sich so aufs Sofa gezogen, hat noch so ein bisschen Witze auf Kosten von Nicolas Sarkozy gemacht. Und ich habe mir mal ihre Liebhaber so ein bisschen rausgesucht. Sie war, wie du schon sagtest, mit Eric Clapton, Mick Jagger, mit Kevin Costner war sie liiert. Wow. Aber sie war auch mit Donald Trump in den 90ern liiert. Ach du Scheibenkleister. Die Olle war wirklich schön anzusehen, die war aber hochkriminell. Und es ist ihr aber in die Wiege gelegt, das habe ich recherchiert. Und zwar ist sie, ihre Mutter war ja schon, sie ist ja in Italien geboren, sie ist in Turin geboren, ja, sie ist gebürtige Italienerin. Ihre Mutter war Schauspielerin und Konzertpianistin. Und Karl Lagerfeld hätte jetzt gesagt, auch ein Früchtchen. Ne? Und die war. Also ein absolutes Früchtchen. Ja, ja. Und Vater war so ein Großindustrieller. Und also der soziale Vater, wie sich später rausstellen sollte, weil Carla Bruni hat im Interview gesagt, ihr eigentlicher Vater ist der Sohn des Liebhabers ihrer Mutter. Oh Gott. Fühl dir das mal vor Augen. Also ihre Mutter wurde vom 19-jährigen Sohn ihres Liebhabers gebumst. Oh. Ein Brasilianer, der heute Schock. Großindustrieller in Brasilien ist. Das konnte ja nicht gut gehen. So, dann ist sie, als Carla 5 war, sie in Frankreich umgezogen, weil die Familie, weil sie so viel Geld hatte, von den Roten Brigaden bedroht wurde. Oh. In Italien. So, und dann hat sie irgendwann die französische Staatsbürgerschaft angenommen. Sie wurde untergebracht in Mädchenpensionat. Komisch, bei so Früchtchen taucht immer das Mädchenpensionat irgendwann auf. Deswegen, ne? Das ist bei meiner Frau auch so. Die war ja im Ursulinenkloster in Werl. Na bitte. Und allein das Wort Mädchenpensionat löst bei Männern unserer Generation ja schon wieder einen erotischen Reflex aus. Feuchte Träume aus. Also in Lausanne Mädchenpensionat, hat Kunst und Architektur studiert, mit 19 alles aufgegeben, dann gemodelt, dann ab 2017 Chanson hingegeben. Hatte übrigens auch mal was mit dem, hat nur auf der Platte von Till Brönner gespielt. Ah. Till Brönner ist aber auch Maître l'amour, wie nur die wenigsten wissen. Also da trafen doch schon zwei Universen aufeinander. Ja, Wahnsinn. Aber das Beste ist, dass sie und diese Geschichte, müsst ihr leider selber nachlesen, weil da sind so viele Namen im Spiel, die Tochter von dem berühmten französischen Philosophen Lévy, die Tochter hat in ihrem Buch, in ihrer Biografie erzählt, dass Carla Bruni mit ihrem Vater zusammen war, aber ihn betrogen hat mit dem Ehemann der Tochter. Also die hat's nicht nur faustig, so große Ohren gibt's gar nicht, wo du das alles hinterschreiben kannst. Donnerwetter. Oder? Ja, ja. Jetzt möchte ich, das ist ja alles, ey, mein Gott, ey, was du, die da Mutter, da kennt sich mal endlich einer aus. Mit Früchtchen kennst du dich ja aus. Ja, natürlich, ich war begeistert. Die Mutter schläft mit dem Sohn ihres Liebhabers. Also, wenn sich das mal rausstellt, dass ihr Vater gar nicht der Vater ist und auch nicht der Liebhaber, sondern der Sohn. Man wird ganz schummerig irgendwie. Man wird ganz schummerig und auch wummerig. Ich glaube, jetzt rufe ich sie an. Ja. Jetzt gleich. Naja, und ich habe sie getroffen und es war sehr langweilig. In jeder Beziehung. Tja, was soll ich dazu sagen? Wenn du das schon sagst, hast du gar nichts gemerkt, kein Ziehen im Lendenbereich? Nee, das wäre höchstens mal was fürs Protokoll und fürs Stammbuch gewesen. Aber jetzt, irgendwo ist ja gut. MILF, ja.
Aber Cougar, nein. Jetzt muss man wirklich mal sagen, ich möchte mal hier fürs Protokoll festhalten. Ich finde das völlig legitim, wenn Frauen sich dasselbe zugestehen wie Männer. Du, ich bin ja auch begeistert. Ja, ja. Ne? Also dieses Früchtchen, das meinen wir schon, das meinen wir nicht abwehrt, so nach dem Motto bla 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 bla, sondern eine Frau hat dasselbe. Ich fand die Unterteilung immer scheiße. Ja, ja, wenn so, die macht es ja mit jedem. Bei Männern heißt es, ja Junge, du bist ja, er ist ein Strammer, er ist ein strammer Finger. Und sie ist dann ein billiges Flittchen. Ja. Das hat mich immer aufgeregt, weil eine Frau darf dasselbe machen wie ein Mann. Absolut. Und ich finde das auch sehr selbstbewusst und legitim, wenn man seine Sexualität so auslebt, wie man das gerne möchte. Aber Carla Bruni ist auf jeden Fall unsere Klassensprecherin. Ich würde sogar sagen Schulsprecherin. Hut ab, Baguette unterm Arm und Barett ab. Ja. Oh Gott, ey. Ey, die Franzosen, ne? Immer drei Pimmellängen voraus. So, das war's. Ich hab die... Ding! Da sind die ersten 20 Euro. Die zahle ich sehr gerne. Da sind die ersten 20 Euro. Ding! Fürs gerne auch nochmal 20. Sag mal, aber das Köln beflügelt uns wieder, ne? Das Savoy beflügelt uns, diese erotisch angerichtete Suite von mir. Das sag mal, apropos Köln. Ich bin kein Assi. Nein, ich musste sehr herzhaft geiern. Unsere liebe Freundin Gabi Köster hat mir eine Story erzählt, die fand ich schon wieder so geil. Ihre Mutter, ihre 80-jährige Mutter, wollte gestern tatsächlich im Supermarkt eine Packung Mon Chéri kaufen. Das kennt man ja von den älteren Damen. Ja. Da gibt es mal gerne mal edle Tropfen. Stimmt. Die haben doch immer Sommerpause, ne? Ja. Ich weiß, die Piemontkirsche. Ja. Und ich weiß jetzt nicht mehr, da wurde doch in der Werbung immer so eine Expertin nach Italien geschickt, die Kirschen prüfen. Ja, selbst Howard Carpendale hat irgendwann mal Reklame gemacht für Piemontkirche. Ja. Bei ihm weiß man nicht, ob er eine Kirche meinte oder wirklich die Frucht. Ganz genau. Und auf jeden Fall wollte die Mutter von Gabi sich mit ihren 80 Jahren eine Packung Mon Chéri gönnen. Und daraufhin hat die Supermarktkassiererin gesagt, nein, nix da, Alkoholverbot. Ach, du kannst keine Mon Chéri kaufen? Du musst die arme Frau, und das fand ich so geil, weil Gabi dann geschrieben hat, ja, was soll die denn damit machen? Koma saufen? Ich stelle mir das gerade so vor, wie du dir so eine Anstaltspackung mit so einem Handbohrer und mit so einem Strohhalm. Ach so. Ey, aber es ist so unglaublich, ne, dass man so eine 80-jährige Frau einfach so ein... Oder kannst du dir vorstellen, ist das in Köln wirklich... Nein, das kann man, das gibt's gar nicht, ne? Ja, du musst jetzt in der Innenstadt auch Mundschutz tragen, ne? Das finde ich ja in Ordnung, aber darfst du noch nie mal Mundschutz. Ich finde es ja auch nicht schlimm, aber warst du gestern, als du deinen Sushi geholt hast, hattest du einen Mundschutz? Ja, selbstverständlich. Okay, dann bin ich zufrieden. Er liegt ja noch, wie du da oben sehen kannst, liegt er ja noch neben den letzten Rest Sojasauce, die ich übrigens für dich aufbewahrt habe. aus der ich dir gleich einen leckeren Cocktail. Ja, als Ersatz für Mon Chéri. Shaken werde. Schönen Dank noch auch. Einen Schluck Wodka, Kaffeelikör. Ich muss heute noch arbeiten. Mit Sahne und Sojasauce werde ich dir ein White Russian on the Sojasauce machen. Ja, da habe ich zumindest so dann noch nicht getrunken. Aber hast du das mitgekriegt? Nein, es gab ein Cyber... Aber warte, ich muss dir nochmal eben erzählen, weil du gerade jetzt mit Mon Chéri und... Ja. So als Jugendliche haben wir uns ja immer erzählt, so wenn einer Alkoholiker ist, der muss nur eine Mon Chéri essen, dann ist der wieder drauf. Ne? Kennst du das noch? Das kenne ich absolut. So, und dann haben wir uns teilweise Geschichten ausgedacht. Ne? Ja, und dann habe ich eine Mon Chéri untergejubelt und dann war der wieder, ne? Oder edle Trauben in Nuss und wie das alles hieß. Das hatte unsere Oma immer. Und wir haben aber alles Atze, da muss ich letztens drüber nachdenken, haben wir eine Szene gedreht, wo Atze so auf den Wirt der Jugendkneipe, wo früher der Flipper und der Kicker stand, trifft. Ne? Also alles Fiktion, für die Serie geschrieben. Aber, und das hat dieser Schauspieler gespielt, der oft in den Sketchen von Loriot auftauchte, mit dieser riesen Warze auf der Wange. Wie hieß denn der nochmal? Jürgen Meier? Nee, heißt der Heinz Meier? Kann gut sein, ja. Heinz Meier, ne? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall, der spielte diesen Wirt. Und die Story ist eben, ich mache es jetzt ganz kurz, dieser Wirt ist seit 20 Jahren trocken.
War damals schwerer Alkoholiker. Dann war der 5 Jahre trocken und Atze hat dem damals als Jugendlicher so ein bisschen Schnaps ins Glas gekippt, um den Streich zu spielen. Und jetzt trifft Atze den, weil sie den alten Kicker nochmal kaufen wollen, der damals in der Kneipe ist, trifft er diesen alten Wirt wieder. Der steht hinter, ist so versoffen wie eh und je, steht hinter der hinterm Tresen und sagt, Atze Schröder, du Schweinehund, ne? Und hält da einen Riesenmonolog und sagt, alles habe ich wegen dir verloren, meine Frau, meine Kinder, mein Haus, ich war trockener Alkoholiker und du hast mir damals den Schnaps in die Cola getan, ne? Du hast mich reingerissen und Atze weiß nichts Besseres zu sagen. Ja, Heinz, war eine geile Zeit damals, oder? Da muss ich bei Moncherie immer dran denken, dass wir uns als Jugendliche ausgemalt haben, dass wir so einen trockenen Alkoholiker wieder auf den Pfad der Tugend bringen, beziehungsweise Untugend. Ja, absolut, absolut, Pfad der Tugend. Weißt du, was ich gelesen habe? Und da hat mich gestern fast wahnsinnig gemacht. Es gab einen Cyberangriff auf den MDR. Willst du mich verarschen? Nein, es war wirklich so. Die haben doch gar keine Computer. Cyberangriff auf den MDR. Und da habe ich gedacht, das kommt zu spät, weil das große Schlagerjubiläum mit Florian Silbereisen, das lief ja schon letzten Samstag. Ja, vor allen Dingen, Jörg Kachelmann moderiert eine Sendung. Was willst du da noch zerstören? Aber ich stelle mir vor, so russische oder amerikanische Hacker und dann, ne, wählen sich da ein beim MDR und stellen fest, da ist nichts. Und dann, ja, pass auf. Und dann. Und dann habe ich natürlich scharfsinnig überlegt, ja, was könnten die, wie du, was könnten die denn da wollen? Ne? Außer, dass man, und dann ist es mir klar geworden, man will wahrscheinlich die Sendung verhindern, Silbereisen gratuliert, herzlichen Glückwunsch, Helene. Also, ich kann dazu nur sagen, wir haben hier unten mal, da warst du leider nicht dabei, im Abend habe ich gesessen, hatte mich mit Meier verabredet, dem Keyboarder. Ah, Achim. Achim Meier. So, und der hatte unter anderem auch die Helene-Tour gespielt. Mhm. Und dann kamen sie alle hier rein, die halbe Band kenne ich auch. Und dann war Helene auch dabei, ungeschminkt, mit einer alten Jeans und so. Und zauberhaft, wirklich. Wie war die alte Jeans? Warst du die alte Jeans? Nee, also die hatte, ich wollte damit sagen, sie hat normale Klamotten, ganz, eben nicht ihre Showklamotten und hatte auch Sneaker an. Und ist wie total auf dem Teppich, wirklich bitte, danke, höflich, bescheiden und interessiert. Auch unterhielt sich mit jedem aus der Crew und wir saßen auch zusammen. Sie hat sich sogar mit mir unterhalten. Das zeigt auch, wie bodenständig die ist. Ja, oder? Also bodenständiger kann man nicht sein. Nee. Ich hätte sie natürlich vor dir gewarnt. Das ist richtig. Nö, aber, das war wirklich ein ganz netter Abend. Das hätte auch eine WG-Runde sein ist das, können. Ist sie so ein Typ, da wollte ich von der letzten Folge nochmal drauf kommen, ist sie so ein Typ, wann ist eigentlich, wenn wir jetzt schon hier mal gerade bei solchen Frauen sind, Carla Bruni, Raquel Welch, wo ist denn eigentlich wo sind deine Hormone eigentlich übergeschwappt? Hast du mir gerade eine Frage gestellt? Ja, ich habe dir gerade eine Frage gestellt. Darauf bin ich nicht vorbereitet, aber es war sehr viel später als bei dir überhaupt, dass ich diesen Druck spürte, weil ich habe so viel Sport gemacht. Ich war ja Leistungssportler, erst Turner, später Leichtathlet und ich war einfach. Ja, man muss so sagen, ich war zu blöd für die Weiber. Ich war zu blöd, das weibliche Geschlecht zu entdecken. Ich habe 6 Tage die Woche trainiert, teilweise morgens und nochmal nachmittags. Ja, ich bin total in den Sport aufgegangen und habe kein Auge, kein Ohr dafür gehabt. Mhm. Es kam dann irgendwann mit Macht. Oh Gott, ja. So Ende 16, würde ich sagen, kam es mit Macht. Und wo ich auf diversen Partys auch spürte, Moment mal, es wird feucht. Ja. Ne? Oh Gott. Ja, bitte nicht en Detail vorstellen. Nein. Und es war kurz vor meinem 18., als meine Augen zum ersten Mal brachen. Und zwar war das auf der für nordrhein-westfälische Jugendliche sehr beliebten holländischen Insel Ameland. Ah! Und da gab es eine, ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt, aber es gab eine etwas kräftigere Holländerin. Das hast du erzählt, tatsächlich. Die sah mich da sitzen, ich hatte Mathe. Mies van de Fietsen. Und hatte aber, ich hatte jetzt eine ältere Schwester, das heißt, ich wusste, was Frauen denken und fühlen. Yeah.
Das macht die Sache einfacher. Und dann, ja, dann ging es ganz schnell. Und dann war ich aber, wie sich da irgendwann rausstellte, nur die Nummer 13 für sie im Urlaub. Ja. Ich wurde quasi von der Carla Bruni von Holland verführt. Ja. Okay. Carla. Ja, aber ich war absoluter Spätstarter und wirklich, das weibliche Geschlecht hat mich sehr spät erst interessiert. Wo alles saß, wusste ich schon von meiner Schwester. Dann hat man ja, wenn man eine ältere Schwester hat, einen lässigen Umgang damit, wenn man mit der Clique meiner Schwester auch dann im Freibad war und so weiter. Ja. Aber wirklich, das kam bei mir sehr, sehr spät. Ja, ich meine, ich habe natürlich gerade deinen ironischen Untertönen gehört. Fragst du mich mal etwas? Es ist ja nicht so, als ob ich man muss ja auch jetzt mal. Stimmt, du hast mich Ende Januar hast du mich auch schon mal was gefragt. Zur Ehrenrettung, ja, ich möchte mal ein Geheimnis lüften. Bruder, beide Fische. Es ist ja so, dass wir beide ja nächstes Jahr deine Biografie schreiben werden. Ja. Und dementsprechend ich natürlich auch nicht hier alles schon vorab verbraten will, was du mir noch im geheimen Kämmerlein ins Diktiergerät hustest. Es gibt ja so einen Verband, der so die dreisteste Werbelüge des Jahres prämiert, ne? Ja? Ja. Und ich glaube, du bist ja jetzt im engeren Kreis. Ne? Wieso ich? Du hast mir doch den Zettel rübergeschwommen. Los, sag das. Steht da sogar mit Ausrufezeichen. Da steht, los, frag mich mal was. Ach, ey, das gibt's gar nicht. Ey, du bist doch ein Lügenbaron. Erst zwingst du mich hier. Der Münchhausen Zettel. Von der Lippe. Ey, das kann ey, er doch lügt nicht beim Beten. Das gibt's doch gar ist, nicht. Ey, ich glaube, guck wenn mal, ob ich hier noch alle Finger dran habe. D-Wort nicht sagen kann, dann vernebelt das so sehr sein meine Gehirn. Meine Fresse. Ey, mit was kommst du mir hier denn um die Ecke? Ey, sag mal, hast du mitgekriegt, dass Karl Dahl so krank ist? Ja, also ich hab's gehört. Und der, der ist auch Ende 70, 78, 79. Ja, und es hat mich 77. Ähnlich alt wie Raquel. Ja, toi, toi, toi. Alles Gute an dieser Stelle. Auch manche Schlacht geschlagen hier unten an der Bar. Ja, ich habe ein ganz spezielles Verhältnis zu Karl. Ich habe das ja schon mal gesagt. Ne? Ja. Weil es war einer von den Alten. Es gab diese alte Garde von der Lippe, Mike und auch Karl Dall, die unheimlich gut damals zu Till und Obel waren, also speziell auch zu mir, ja, der ich auch sehr, sehr, sehr jung war und die überhaupt gar nicht überheblich waren, sondern sehr fürsorgend und sehr warm. Eigentlich etwas, was man so gar nicht überlegt. In unserer Branche ist es ja eher so, dass du als Alpha-Rüde mit anderen Alpha-Tieren und sowas alles ist, wie wir schon letztes Mal gesprochen haben, viele Egomanen. Ja. Und ja, mich hat das damals sehr berührt. Dass Jürgen von der Lippe gehört sicher auch dazu, ne? Ja, aber ich kann von diesen Leuten nur Gutes sagen. Ja. Die haben mich auf die Seite genommen, die haben uns gefeatured, die haben uns gepusht. Die haben uns in ihre Sendungen eingeladen, die etablierten. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben uns richtig. Ja, Jürgen von der Lippe war ja der ja, euch zum ersten Mal in eine große Samstagabendschau mit Millionen Zuschauern. Ganz genau. Und Karl war immer jemand, der auch. Ich habe so viele ernste Gespräche mit dem geführt, wo der überhaupt gar nicht blöd war. Intelligenter Typ, ne? Ja. Und sehr gebildet auch. Ja, der mich zur Seite genommen hat und immer gesagt hat, Junge, pass auf. Und du weißt, ich habe keinen Vater gehabt, der mich auf die Seite nimmt. Ja. So wie dein Vater, der gesagt hat, Junge, Hände nicht in den Taschen, wenn man moderiert. Ja. Lass die Schnäpse weg. Das kannst du. Und da, ohne diese drei Herrschaften, wäre ich, glaube ich, noch früher verglüht. Und bin denen sehr dankbar. Und wenn ich dann sowas lese wie bei Karl, dann tut mir das echt ein bisschen weh. Dann hoffe ich, dass das alles gut ausgeht. Ja, ja, ein langes Leben. Ne? Hat ja, gerade wenn die Kamera aus war, war ja besonders gut. Und habe mit ihm, wie gesagt, an dieser Hotelbar schon manche Schlacht geschlagen. Das war immer sehr, sehr nett. Unvergessen, wir waren beide zu Gast in Veronas Welt. Oh. Verona hatte Piep moderiert, das hatte sie gestoppt, sie wurde langsam zum Star, ja, hatte teilweise zu der Zeit 14 Werbeverträge, also nicht nur den Spinat mit dem Blub, sondern alles mögliche. Da werden sie geholfen. Und so weiter. Hallo, Hallöle.
14 Werbeverträge gleichzeitig, aber große, ne, mit Fernsehwerbung. Ja. So, dann kriegte sie Veronas Welt und da hat sie eben diese Sendung moderiert. Das war so, so ein bunter Mix. Und da hat sie sich auch immer sehr viel Zeit gelassen, so zwischen, erstmal bis sie überhaupt aus der Maske kam. Zwischendurch wurde sie nochmal nachgeschminkt, teilweise bis zu einer Stunde, komplett wieder abgeschminkt, neu geschminkt und so. Und das nahm sie sich einfach raus. Alain Mitschitsch, ihr damaliger Manager, hat halt alles für sie durchgesetzt. Also die hat schon so richtig das Stargehen gelebt. Naja, auf jeden Fall, Karl und ich waren zu Gast in der Sendung und Warm-Upper damals zu der Zeit war Mickey Krause. Ah, so und irgendwann so Mitte der Sendung, ich hatte für unseren Kumpel, weil der war großer Verona-Fan, sein Surfbrett mitgebracht, das sollte Verona unterschreiben, das hat er heute noch übrigens. Geil. Und auf jeden Fall, Karl und ich sitzen da und es kam wieder zu einer Unterbrechung und Verona war weg, in der Maske wurde nachgeschminkt. Und der war das alles scheißegal. So, und wir saßen eine Viertelstunde, Mickey Krause, das Publikum, kann ich euch nochmal hören? Ne? Und wer ist aus dem Ruhrgebiet? Wer ist aus Frankfurt? Ne? Und hier mit den Leuten gesungen. Und nach einer Stunde war der immer noch zugehört, der war schon schweißgebadet und hat mit den Leuten gesungen. Und Karl war weg. Also war aufgestanden, also als müsste er zur Toilette, Umbaupause, und war weg. Kam auch nicht mehr wieder. Irgendwann kam Verona wieder. Wo ist Karl denn? Ja, Aufnahmeleiter. Ja, Karl ist weg. Naja, und dann haben wir dann in 4 Stunden irgendwie die Sendung zu Ende gebracht. Netto war die Sendung, glaube ich, 1 Stunde. Und dann komme ich hier in die Bar. In Savoy. Jetzt kannst du ja denken, wer da saß. Karl. Trage so schon das 10. Bier. Ja, und dann, genau, wie du sagst, Schröder, komm mal her. Und wir sitzen da. Und ich sage immer, Karl, wo warst du? Du hast keinem Bescheid gesagt. Nee, jetzt kann ich dir nicht so nachmachen wie du. Nee, ich bin einfach abgehauen. Auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock. Er hat aber auch gar keinen Bescheid gesagt. Wir haben einfach abgehauen. Ja. Also, ja, das ist Karl, ne? Ja. Kein Bock auf den Scheiß. Und ich weiß noch, wir waren mal zu Gast zum Thema, Hans Meiser machte eine Sendung zum Thema Comedy. Ingo Appelt, ich glaube Mittermeier, meine Wenigkeit und noch ein, zwei, aber alle noch No-Names. Ja. Yeah. Wir waren alle noch so in den Mix-Shows und keiner kannte uns und wir sind da hingefahren für 200 Mark. Ja. Yeah. Also Aufwandsentschädigung. Hauptsache im Fernsehen. Genau. Und als letzter kam Karl Dall und wir mussten auf Hans Meiser warten, weil der auch noch irgendwelche Geschäfte war, auch Geschäftsführer der Produktionsfirma und wir haben 1 Stunde gewartet und Karl stellt sich irgendwann so in die Mitte und ich bin bis heute davon überzeugt, dass er es völlig ernst meinte. Es ist unglaublich, was man sich hier für 10.000 Mark gefallen lassen muss. Und wir Jungen haben uns alle nur angeguckt und haben gedacht, wie 10.000? So viel gibt's beim Fernsehen? Ja. Oh Mann, ey. Ach, Karl, ey. Ja. Ja, wirklich. Gute Besserung an dieser Stelle. Ja, ich werde das nie vergessen. Ich habe, was sowas angeht, ein Elefantengedächtnis. Und ich fand das eben, ich finde, das ist eben halt eigentlich auch die Aufgabe von uns Alten, eher so ein bisschen väterlich zu sein, ne? Und die Jungen einfach zu featuren. Apropos väterlich, wir mussten noch letztens so schnell aufhören, weil du deinem Sohn ein Fahrrad kaufen wolltest. Ja. Hat er sich gefreut? Atze. Ey, das ist kein Du hast ja gesagt, komm, wir müssen Feierabend machen. Der Junge freut sich so auf den Moment. Pass auf, wir kommen auf den letzten Drücker im Fahrradgeschäft an, das um 6 Uhr schließt. Ja. Und ich kaufe das Rad, pack das ein und wir kommen nach Hause und er fängt noch, es war so eine neblige Nacht damals schon, also nebliger Abend und er fährt schon gleich auf der Straße hin und her und hört gar nicht mehr auf. Er wollte es praktisch mit reinnehmen, echt wirklich an sein Bett stellen. Was ist das denn für ein Fahrrad? Es ist einfach so eine, ja, was die heute so haben, die Kids, es nennt sich Bulls-Rad, Bulls, also wie B-U-L-L-S. Ja. Und es hat sehr dicke Reifen, sieht so ein bisschen Mountainbike-mäßig aus. Ja, so, wie aber so ein Fatbike. Aber in dieser Street-Version, das heißt also schon mit Schutz, Blechen, aber mehr so wie so eine Cross-Maschine. Ne? Ja, ja. Und er wollte es praktisch mit reinnehmen und als ich... Also Volltreffer. Volltreffer. Und das wusste der denn vorher schon genau, was er wollte? Ja, weil wir waren einen Tag vorher ja unterwegs gewesen und es war lieber auf den ersten Blick. Ja. Und schon da war es wirklich so, dass er gesagt hat, aber Papa, aber morgen. Und du weißt ja, im Augenblick habe ich wirklich den Arsch voll zu tun mit Probekapitel für unser Buch schreiben, für Horst Lichter zu Ende zu kommen mit dem Buch. Und ich habe Podcast-Aufnahme und auf den letzten Drücker und
als ich dann abends an seinem, das ist so ein Ritual, dann sitze ich oft noch an seinem Bett und dann erzählen wir so, was so am Tag vorgefallen ist, ne? Ja. Und dann guckt er mich noch an und gähnt schon herzhaft und sagt dann wirklich so, Papa, ich bin so glücklich. Das Rad ist, das ist so cool. Was die morgen wohl in der Schule sagen, ich bin so glücklich, Papi. Papi, Papi, das ist das Schönste, was ich je besessen habe. Das hat mich so... Das ist doch schön. Das hat mein, und das hat er, seitdem sagt er das jeden Tag, entweder mir oder seiner Mutter. Er wacht morgens auf, ja, und sagt, Mama, ich bin so glücklich, mein Rad. Er will nur noch Rad fahren. Und das wärmt mein altes Narbenherz deswegen so, weil ich dann so 2-3 Tage darüber nachgedacht habe, wann ich mich das letzte Mal so intensiv gefreut habe und bin dann auch nochmal in die Kindheit so zurückgegangen. Weißt du, wenn du Dinge bekommen hast, die du mit ins Bett nehmen wolltest. Ja. So, ich weiß noch, ich habe mal so ein Fiat 128 Rallye-Auto, etwas größeres Modell zu Weihnachten. Ich wollte ja sagen Modell, ne? Nicht, dass er jeden Fiat mit ins Bett nimmt. Und das habe ich auch, das hat tagelang neben meinem Kopfkissen gelegen. Ja. Das musste ich daneben legen, das ist wie so ein Schatz, ne? Und es hat mir so das Herz gewärmt, dass der Junge so glücklich ist mit seinem Rad. Ja. Über Tage hinweg. Geil. Das ist richtig gut, ne? Wann hast du dich das letzte Mal so gefreut? Ja. Ey, ich erforsche mich jetzt gerade schon, ich kriege langsam Panik, weil... Ja. Und da, und da wird es eng eben halt, ne? Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass ich an Konsum nicht mehr so interessiert bin. Das ist wohl so, ne? Ich freue mich tatsächlich, wenn wir einen schönen Abend verlebt haben. Weißt du, es sind mehr die Emotionen und die Momente, genau, ne? Ist dir mal aufgefallen, dass wir immer mehr über Abende reden oder dass wir uns anrufen und sagen, ey, aber gestern, das war schön, ne? Wie wir da zusammengesessen haben, ja, im Hotel, als wir essen waren, als wir spazieren gegangen sind. Konsum? Nee. Kann ich dir ehrlich nicht sagen. Spielt immer weniger eine Rolle. Ne? Ich erinnere mich auch, wie früher so Oma oder auch Opas aus der Verwandtschaft gesagt haben, ach ja, das interessiert mich auch gar nicht. Komm, erzähl du mir mal eine schöne Geschichte, das ist viel besser. Wenn du gefragt hast, Oma, was willst du denn zum Geburtstag haben? Nix. Ja. Wenn du da bist, das reicht mir schon. Ja, und ey, und auch da wieder, je älter du wirst, desto wahrer wird sowas. Ne? Ja, und jetzt bin ich ja sehr jung. Ja, sind wir, aber durch die Kinder kennen wir ja sowas und das, ja, das ist sehr schön. Weißt du, wie ich mich eben beschenkt habe? Nee. Hier schien ja noch die Sonne, als ich ankam. Ja. Und der Zug war der, der weiterfährt nach Frankfurt. Das heißt, der hält nicht im Hauptbahnhof hier, sondern der hält Deutz Messe auf der anderen Rheinseite. Dann hätte ich jetzt mit der S-Bahn in 2 Minuten zum Hauptbahnhof fahren können, ich hatte aber Zeit. Und bin dann über die Brücke gelaufen, weil so schönes Wetter war. Und das war für mich so ein Geschenk. Und dann bin ich, und ich habe, das werde ich heute auch nochmal posten, ich habe ein Foto gemacht von den ganzen Schlössern, die da hängen. Ja. Und da wusste ich wieder, wie das Mark Twain-Zitat von letzter Woche, wenn wir alle begriffen haben, dass wir verrückt sind, dann ist das Leben erklärt. Ey, wenn du die Schlösser hier an der Deutzer Brücke siehst, ne, diese Liebesschlösser, da hängen ja 100.000, was weiß ich. Ja, wahrscheinlich. Dann weißt du endgültig, alle sind bekloppt. Ich eingeschlossen. Aber das war für mich so ein Geschenk, dieser Spaziergang. Das dauert so eine gute Viertelstunde hier bis zum Hotel. Ja. Da kann ich so viel Energie rausziehen, wenn ich das sehe. Du hast ja von den Zugvögeln letzte Woche gesprochen. Ja, wie viel, genau, die das gibt. Für mich ist das, sind das so Momente. Die Sonne scheint, schaust auf den Rhein runter, triffst deinen besten Freund zum Podcast. Ja. Grandios, wirklich. Ja, und das ist es eben, weil das gibt dir Konsum einfach nicht mehr. Ne? Ja. Ich habe wohl, wenn ich mir, du hast ja eben auf meinen Karriere, hast du dich so ein bisschen über meinen, nee, ich spöttisch über dieses Karriere-Hemd. Aber das ist zum Beispiel etwas, da kann ich mich manchmal noch sehr freuen, wenn mir irgendwas gefällt. Ja. Meine Frau sagt dann immer, irgendwann ist angetackert, ne? Ja. So, weil da ziehe ich dann auch bis zum Exzess an. Und freue mich dann auch sehr darüber. Ich darf dir nur sagen, die bezaubernde Daniela Ragge. Ja. Die ja nun wirklich mit Klugheit, Schönheit
und einem sehr guten Geschmack ausgestattet ist. Kann man so sagen. Entweder hat sie mich letzte Woche dreist belogen, als sie gesagt hat, das ist aber mal ein schönes Hemd, weil sie mir eine Freude, weil sie wusste, dass ein alter Mann wie ich ja. sich sehr darüber freut. Ah. Oder sie, oder, nee, wir haben es schon. Oder sie findet das wirklich sehr gut. Nee. Das ist ganz klar. Ah. Was? Ich muss dir ein Geständnis jetzt machen, jetzt wo du dich nicht wehren kannst. Na? Du hast doch dir in Hamburg diesen Replay-Pullover gekauft, wo auf der kopfstehenden Schrift irgendwas mit Replay steht. Ja. Ich habe mir den auch gekauft. Wir sind zärtliche Cousinen. Wir müssen uns nur absprechen, ne? Dass wir den nicht gleichzeitig tragen. Ja. So, kommen wir zu unserer beliebten Serie Zugeschaut und mitgebaut. Ja. Mit Heinz Mägerlein. Ich wollte nur sagen. Den habe ja selbst ich nicht mehr gekannt. Ich wollte heute Morgen direkt frühstücken. Mein Magen knurrt hier zwischendurch. Ich wollte vor unserem Gespräch noch frühstücken. Hab aber den Korkenzieher nicht gefunden. So. Du alte Gag-Kanone. Wer kommt raus? Ich habe noch Sushi. Nimm gerne an. Ja, ich habe noch Sushi, weil du warst ja gestern wieder... mich als King Krösus bezeichnet. Dabei habe ich das nur gekauft, um dir jetzt ein Mittagessen zu servieren. Ja, wann isst du denn zu Abend? Wie im Altenheim um 17 Uhr. Ich musste mich ja wahnsinnig vorbereiten. Ja, oh ja, stimmt. Sushi wird ja nicht kalt. Ja. Erst habe ich auch gedacht, ey, die ganze Scheiße ist schon kalt. Ja. Was soll das denn hier? So, kommen wir zu unserer Spotify-Liste. Ja. Ja, nachdem ich letztes Mal... Ich wünsche mir China Girl. Nein. Ah, ich finde den Song so geil. Ja, da hast du mich abgeholt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, es muss mir ja auch ab und zu mal gelingen. Du hattest mich ja davor manchmal gut abgeholt, ne? Sam Smith übrigens, ist ja auch ein toller Sänger. Ja. Das Interview hat mich auch begeistert. Und da habe ich mich noch daran erinnert, dass er dieses Stay With Me, ja. Dass er da doch an Tom Petty abdrücken musste, ne? Ja. Won't you stay with me? Also okay. Ne, ne. Stay with me. Ist natürlich Stimme. I won't back down. Ja, aber wahnsinnige Stimme, ne? Ja, toller Sänger, muss man wirklich sagen. Und das ist keine Krankheit, mit der man spaßen sollte. Ja, Zwangsstörung. Toi, mein lieber Stan. So, was hast du? Was hast du hier? Ich habe inspiriert durch David Bowie, Iggy Pop, kam ich dann auf Ian Dury. Ah, du Sau! Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick. Hab ich dich? Gesicht! In the deserts of Sudan. Genau. And the gardens of Japan. From Bombay to Borneo. Genau. Bombay, hit me with your rhythm stick. Arithmetic. Hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me slowly, hit me quick. Und da kommt doch dieses, kommt dazwischen und ich sag da doch noch, das ist gut, say, fantastic, ja. Und dann kamen ja noch zwei gleichwertige Hits. Das war einmal Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Und natürlich Wake Up and Make Love with Me. Also Ian Dury and the Blockheads. Ein so schräger Freier im bürgerlichen Beruf war der, glaube ich, Lehrer. Er war behindert. Der eine Arm hing immer so teilnahmslos runter. Und auch, glaube ich, Polio gehabt, Kinderlähmung. Ja, ne? Ja, mit 7 hatte er Kinderlähmung. Und war aber bekannt auch auf der Bühne, raue Szene natürlich, Punk-Szene, dass egal wer kam, keine Chance, so auf der verbalen Ebene gegen Ian Dury, hat sie alle abgeduscht. Ne? Also deshalb... Ein Wahnsinnsfreier, du Sausack, Hit me with your rhythm stick. Und wer meint, der Song wäre sexistisch, ja. Es ist... Und so ist er auch gemeint. Es ist... Ach Gott, ich kann mich dran erinnern, in der Eule in Münster wurde früher die Maxi gespielt und dann hast du 12 Minuten auf Hit Me With Your Rhythm Stick getanzt und bist verrückt geworden. Ich weiß nur, dieses... Fantastic! Ja, und dann kam dieses It's nice, hit me! Und dann kam dieses... Genau, das Saxophon, das schräg. Wie diese Affen. Ey, was eine Wahnsinnsnummer, Alter. Oder? Und eine Wahnsinnsnummer, die habe ich als Kind total abgeholt. Alle meine Kinder
haben diese Nummer auch geliebt, ja, wenn ich die im Auto gespielt habe. Alle. Und ey, ich habe neulich zu meiner Band gesagt, ey, lass uns diese Nummer spielen. Ja. Daraufhin guckt mich unser Bassist an und sagt, bist du irre? Oh. Weil Chas Jankel, boah, ja, der Bassist, Wahnsinn. Hast du mal die Basslinie von, ja, dem Song gehört? Wahnsinn. Das ist ja, aber Hand gespielt. Ja, und die ganze Band war drauf, ne? Ey, ich liebe dich. Ja. Ich liebe dich. Was für ein geiler Song. Bitte. Hit me slowly. Hit me quick. Ja, und ich wusste es ja jetzt schon die ganze Zeit und sehe dich da in diesem karierten Hemd sitzen und, ja, das Mikro vor der Nase. Und du siehst so ein bisschen jetzt auch aus wie so ein englischer Lord. Wie ein englischer Lord, so, der Arokrat, sich aber in die Subkultur Londons begeben hat. Ja. Und auch, trotz seines edlen Äußeren, was, ja, ihn verrät, ja, das haut alles hin bei dir. Ey, hit me with your rhythm stick. Was für eine geile Nummer. So, damit sagen wir tschüss. Ich mach's ganz kurz. Ja. Ich muss es jetzt praktisch machen. Iggy Pop. Ja. James Osterberg. Ich nehme The Stooges. I wanna be your dog. Dann sind wir ja musikalisch heute in derselben Ecke, oder? Na, sagen wir es mal so, I Wanna Be Your Dog ist schon sehr, sehr rau, schon sehr fuzzy, sehr, sehr grungy, aber die punky. Beide Titel würden in demselben Club gespielt, sagen wir es mal so. Ja, eine gute, was beide Titel haben, ist einfach eine Wahnsinnsenergie. Ja, geil. Und auf ihre Art und Weise sehr unique. Unique, c'est fantastique. Ja, yeah. Das ist gut, c'est fantastique. Oh Gott, hit me so. It's nice to be a lunatic. Lunatic, dieses Wort. Fand, ja, total geil. Macht heute noch ein Fass für mich auf. Ja. Ja. Toll. Till, oh, wo gehen wir hin? Achso, wir haben ja Sushi, ja Mann. Ich mach jetzt erstmal das Sushi für uns klar, oder? Ehrlich. Verdammt noch, also. Und dann, mein Gott, hier sieht's auch aus. Hier sieht's aus, als ob wir wirklich ganzen Roses eine Backstage-Party gemacht, ja, haben. Ja, und du bist alleine hier. Aber ich war alleine hier. Willst, ne, du mir irgendwas noch erzählen, off the record? Was hast du denn da gemacht, Junge? Ich rufe jetzt mal meine Frau an, vielleicht kann die sich erinnern. Ja, ich rufe die mal an, ja, weil du mal an. Das ist ganz gut, dass sie auch mal solche Informationen, jetzt, aber kriegst, was du so treibst. Ja, wenn ja, nicht, den Playboy nicht kaputt machst. Nein, ich meine, das ist ja amerikanische, ja. Ne? Das ist der amerikanische. Guck mal, aber damals waren die Frauen doch etwas kräftiger im, ja, und im Steiß, ne? Ich find's gut. Ja, find's, ja, gut, ist ja wieder da, der Trend, ne? Ja, er ist auch richtig so. Ja, ja, ja. Scheiß Magersucht. Ja, scheiß Magersucht. Einfach mal Sahne trinken. Ja, man will eine Frau, kein Kind. Ja. Ne? Wodka, Sahne. Nicht wahr? Nee. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.